Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Heinerstube nach einer kleinen Pause, die vor allem mit Terminfindungsstörungen zu tun hatte. Deswegen wollen wir auch gar nicht so sehr über die letzten Spiele sprechen. Nur das letzte Spiel wollen wir kurz abhandeln und wollen direkt mit einem Aufruf an euch starten, denn die Heinerstube sucht Verstärkung. Da wir, Stefan, euch gemerkt haben, zeitlich wird das immer enger, jede Woche das zu stemmen. Bei mir hat sich beruflich auch ein bisschen was getan. Zusätzlich geht noch Masterstudium los und so weiter und so fort. Das heißt, zeitlich wird es enger. Stefan hat sowieso einen vollen Terminkalender und deswegen haben wir gedacht, gibt ja eigentlich so viele Darmstadt-Fans und jetzt suchen wir einen Darmstadt-Fan, einen ja, weiblichen, männlichen, völlig egal, der oder die Lust hätte, die Heinerstube regelmäßig aufzunehmen. Schreibt uns über die gängigen Kanäle. Wir werden auch nochmal einen Aufruf über den Linienblock starten. Am besten wäre ein Vorstellungsvideo an die E-Mail-Adresse stefan.info@linienblock.de, richtig? Also entweder Stefan at lilienblock.de oder info at lilienblock.de. Also als erstes hallo und herzlich willkommen auch von mir. Und ja, ich würde sagen, auf jeden Fall, macht auf jeden Fall ein Video. Das zeigt, dass ihr Bock habt, das ein bisschen Eigeninitiative. Und wir sehen euch auch und haben so einen ersten Eindruck. Es geht ja hier nicht um Lebenslauf oder was weiß ich was, sondern erzählt uns in einer Minute oder 1,30, nicht länger auf jeden Fall, wer ihr seid, wieso ihr Bock habt und wieso wir euch unbedingt beim Lilienblock beziehungsweise bei der Heinerstube ja. Bei der Heinerstube brauchen und was wir davon haben. Da sind wir einfach mal gespannt. Lasst es uns gucken. Sven hat das eben gesagt. Es ist zeitlich für zwei Personen kaum zu stemmen. Wir brauchen da wirklich Verstärkung. Jonas, das Praktikum von Jonas ist vorbei. Der ist grundsätzlich bereit, aber wir brauchen einfach noch einen größeren Fundus von Leuten, die das machen. Die sich vernünftig ausdrücken können, einigermaßen, die ein bisschen Ahnung auch haben vom Verein, die nicht einfach nur sagen, lieber Knecht muss weg, sondern das vielleicht auch ein bisschen fundierter argumentieren können, ausführen können. Wir gucken dann auch, wer zu uns passt und wir freuen uns erstmal, wenn ihr euch reichlich beteiligt und uns eure. Ja, Bewerbungsvideos, das klingt so förmlich. Eure Videos einfach zukommen lasst. Genau, das würde uns sehr freuen, denn so können wir dann auch wieder sicherstellen, dass die Heinerstube wöchentlich erscheinen kann und vielleicht auch bald mit dir mit in der Hauptrolle dann hier auf YouTube über den Linienblog und über alle bekannten Kanäle. Genau. Deswegen wollen wir auch gar nicht so sehr ins Detail gehen über den Sieg gegen Köln, über den jetzt finalen Abstieg, über das Spiel gegen Heidenheim, sondern jetzt mit dem feststehenden Abstieg, den wir schon sehr lange haben kommen sehen. Eher so über die Perspektive reden wollen. Ganz kurz aber dann doch nochmal zum Spiel gegen Heidenheim. Ganz kurzes Fazit nur. Ich fand es ein ganz, ganz schlecht anzusehendes Spiel. Habe mir wenig erhofft und wenig bekommen. 1-0 verloren am Ende, letzte Minute. Und ich war erschrocken, wie kalt es mich gelassen hat. Also, ich habe da gesessen, das 1-0 ist gefallen. Es ist mir scheißegal gewesen, klingt echt hart, aber ich saß dann und habe gehört, ja gut. Dann war es es halt jetzt offiziell. Auch beim Sieg gegen Köln bin ich jetzt auch nicht jubeljauchzend gewesen, weil am Ende ist es irgendwie so, ja, die goldenen Ananas gewesen. Es war klar, dass das nichts mehr bringt. Stefan, wie hast du das gesehen? Vielleicht hast du es auch ganz anders gesehen, warst bitter traurig, hast dir die Augen ausgeweint und aber ich würde mal tippen, bei dir ging es eben. Also es war für mich eigentlich nach dem Mainz-Spiel gegessen. Da war klar, dass da eigentlich nichts mehr zu holen ist. Und da hat man auch gesehen, dass Mainz einfach so viel stärker ist als Darmstadt, spielerisch, aber auch was die Mentalität angeht. Köln war dann nochmal so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Für mein Empfinden auch jetzt nicht unbedingt souveränes Spiel, aber die Kölner hatten wirklich so die Hosen voll, dass sie gegen eine sehr angenockte Darmstädter Mannschaft dann auch noch verloren haben. Und da hatten die Lilien zum ersten Mal auch seit langer, langer Zeit wieder das Matchglück, was ihnen so gefehlt hat, dass sie eben in der richtigen Zeit auch die Tore gemacht haben. Das war gut. Ja, und dann dachte ich eigentlich gegen Heidenheim, Mensch, da könnte doch auch noch was drin sein. Wir haben, es belief ja noch das Mainz-Spiel, als das Spiel in Darmstadt schon angepfiffen wurde gegen Heidenheim. Das war ja wirklich Mainz gegen Köln, völlig
irr, wie es da, also eigentlich waren die Lilien ja schon abgestiegen und dann in der, glaube ich, 97, 2 Elfmeter für Köln, der zweite in der 97. nach Videobeweis, langer Check, was weiß ich was. Also wir haben die ersten Minuten auf der Medientribüne, haben wir alle DAZN geguckt auf den Tablets und weniger aufs Spielfeld. Auf dem Spielfeld selber haben wir auch nicht so viel verpasst, aber es war ja nochmal, es war eigentlich so eine Vorlage aus Mainz oder beziehungsweise von Köln, hey, ihr habt noch eine kleine Chance und es könnte so einen Push geben. Die Spieler haben das, haben sie mir gesagt, nicht mitbekommen. Ja, und das Spiel war, also ich fand das nicht so schlecht, dass auch wenn man so gelesen hat, Einschätzung Kicker oder auch was die Kollegen gesagt haben, das war hin und her, das war kein hochklassiges Spiel, aber es gab, hatten beide Mannschaften hatten Torchancen. Paar Augenblicke, ein paar Momente gab es, wo ich dachte, das kippt zugunsten der Lilien, dann gab es aber wieder auch gute Chancen für Heidenheim. Ja, und das in der 91. Minute durch einen individuellen Fehler verlieren, das ist symptomatisch für diese ganze verkackte Saison, das muss man einfach so sagen. Das ist wirklich, das passt so rein, 0 zu 0 wäre auch okay gewesen, damit wären sie ja auch abgestiegen gewesen. Das war dann schon klar. Insofern hat man gesagt, ja, war typisch. Und ich fand, dass die Leute auch relativ, also jetzt so Spieler oder was, die haben betreten geguckt und fand das sehr großartig, wie sie eine lange, lange Ehrenrunde gemacht haben und wirklich die Fans einmal rund ums Stadion abgeklatscht haben. Ich weiß nicht, ob sie auch noch an der Haupttribüne vorbeigegangen sind, aber auf jeden Fall von der Süd bis zur Nord sind sie durchgelaufen. Das fand ich schon auch ja, sind sie erhobenen Hauptes vom Platz gegangen. Ich erinnere mich noch an den, als sie gegen die Stuttgarter Kickers damals abgestiegen sind, sportlich in der dritten Liga. Da sind danach die, ja, weiß ich nicht, Hools, Ultras, wer auch immer, also viele Fans in Anführungszeichen haben den Platz gestürmt. Das war sehr bedrohlich und das war jetzt wirklich sehr, sehr zivil, anständig von den Spielern, anständig von den Fans, die die Mannschaft auch aufgemuntert haben. Ja, insofern Blick nach vorn, glaube ich. Saison abhaken, zu Ende spielen noch, also jetzt nicht sich zerlegen lassen, aber den Blick nach vorn richten. Richtig, weil erhobenen Hauptes wird so langsam auch schwierig. Mit 17 Punkten bist du schon richtig, richtig verdient abgestiegen, muss man sagen. Auch faktisch bisher einer der schlechtesten Bundesliga-Vereine aller Zeiten. Obwohl es, finde ich, spielerisch oft gar nicht ja so aussah. Also es gab oft Situationen, wo man sagt, ja, hätten sie, aber irgendwann wird Pech auch Unvermögen. Und ich finde, das fasst die Saison eben auch zusammen, wie du sagtest, super viele individuelle Fehler. Das spricht halt auch nicht gerade für eine starke Mannschaft, wenn du viele individuelle Fehler hast. Und du merkst halt einfach, die Bundesliga ist ein anderes Kaliber. Gab zum Beispiel einen Verein wie Holstein Kiel, wenn sie hochgehen, viel leichter wird es für die auch nicht. Aber das war schon wirklich eine Saison, die nicht viel Spaß gemacht hat. Also ich freue mich für alle, die daran Spaß haben konnten. Ich muss ehrlich sagen, mir hat sie nicht wirklich Spaß gebracht. Also der Anfang war noch. Die Hinrunde war noch echt cool, aber der Bruch war so für mich mit dem Spiel gegen Bayern München, wo du echt eine geile erste Halbzeit hattest und dich dann komplett hast zerlegen lassen. Auch ne, die roten Karten individuell. Und ab dann ging es eigentlich nur noch steil bergab. Und es kam so ein, ne, Rudi Völler würde jetzt sagen, noch ein tieferer Tiefpunkt und so weiter. Und ja, Ja, war ich eine. weiß nicht. Will ich kurz einhaken und widersprechen? Ich habe schon auch, ich habe immer wieder so Momente gehabt, wo ich gedacht habe, es könnte doch noch was werden. Also ich hätte mir von den Winterneuzugängen deutlich mehr erwartet. Just waren mit Abstrichen, okay, Polter komplett enttäuschend, Holtmann auch wirklich nichts. Aber das war so der erste Moment. Dann gegen Frankfurt, 2 zu 2, dachte ich, jetzt gibt es den Push. Dann das Spiel gegen Werder, wo man auch dachte, so, hey, eigentlich ein gefühlter Sieg, auch wenn wenn die beiden Tore von Tim Skarke aberkannt wurden. Jetzt gegen Augsburg, gegen die haben wir doch in der Hinrunde gewonnen. Jetzt legen wir nach, wieder nichts. Dann Bochum, auch so Comeback. Dann wieder, dann das ist es mein Spiel. Es war so, es gab immer Momente, wo du dachtest, jetzt kommt es vielleicht und dann kam es danach ganz schlimm. Und ja, Richtig. es war nicht durchgehend, es hat nicht viel Spaß gemacht, aber es gab immer wieder Momente, wo man zumindest, wenn man sich die Lilienbrille aufgesetzt hat, ein kleines bisschen Hoffnung haben konnte, dachte, könnte, vielleicht klappt es ja jetzt. Ja, und das mit der Lilienbrille. Also, ich bin da halt nicht mehr so, dass ich. Also, ich finde, man muss nicht alles schlecht reden, aber ich finde es auch genauso fatal, wie einige sehr, sehr viel schönreden. Also, es gibt so gefühlt gerade zwei Lager und das ist dieses Schwarz-Weiß-Denken und so ist es faktisch nicht, aber ich habe so das Gefühl, es gibt die einen, die ganz, ganz viel schönreden und sagen: Ach ja, und meine Güte, und war doch, ne, war doch eh klar und ne, jetzt geht es wieder bergauf und tralala.
Und dann gibt es irgendwie die Leute, die einen wieder in die vierte Liga bringen. So, und die Wahrheit liegt eben wie immer in der Mitte. Und da fand ich das Statement vom Verein sehr erwachsen, sehr ehrlich. Und ich glaube, das ist genau diese Graustufe in der Mitte. Dass eben gesagt wurde, ja, wir haben viel versucht, viel ist gescheitert, viel wurde versucht. Und ich glaube, wir werden jetzt in der zweiten Liga nochmal einen Neustart erleben. Also mit Paul Fernie, neuer Sportdirektor da, die ersten Transfergerüchte sind bereits da, der erste Transfer auch schon passiert. Es geht weiter mit Thorsten Lieberknecht. So viel, glaube ich, kann man auch bereits sagen. Wenn jetzt nicht die nächsten Spiele alle 10 zu 0 verloren gehen, glaube ich, ist der, wie ich auch finde, immer noch richtigerweise fest im Sattel, weil der Grund für den Abstieg war es nicht nur am Trainer festzumachen. Also Thorsten Lieberknecht hat auch Fehler gemacht. Aber ihn dafür die Schuld zu geben, wäre das völlig Falsche, weil das haben wir auch oft drüber geredet, Mannschaft mit dem geringsten Marktwert. Damals, Situation 2015 war eine ganz andere als heute. Das kann man schlicht nicht vergleichen. Ja, Genau, ich ich möchte. möchte da ganz kurz einhaken, nur ich finde, also wir haben alles versucht oder sowas, das ist mir zu wenig. Also gerade, ich finde gerade, dass die Verantwortlichen und da Richtung Kaderplanung, Präsidium, unter Umständen auch Trainer, der ja auch sagt, welche Spieler er haben will, nee, die haben wirklich, die haben keinen Bundesliga-tauglichen Kader gehabt. Sie hatten den am Anfang nicht, sie haben ihn auch mit den Spielern, die ihn nachgeholt haben, nicht gehabt. Es war eben nicht so wie 2015, 2016, wo man erfahrene Spieler dazu geholt hat, die so eine Delle in der Karriere hatten oder am Ende der Karriere waren. Man hat irgendwie gedacht, ach ja, so nette Zweitligaspieler und der Kader, der Aufstiegskader, den halten wir zusammen. Und also da war man zu blauäugig. Und ich habe das auch schon mehrfach thematisiert, auch im Lilienblock, aber ich glaube auch hier, da hätte man mehr machen müssen. Und da hat man eben, da war man zu ängstlich. Und ich habe schon mal im Herbst geschrieben, hey, hört auf zu jammern, dass ihr die kleinste Wurst auf dem Grill seid, das will keiner mehr hören. Also seid doch mal ein bisschen mutiger. Beklagt euch nicht immer, sondern nehmt euer Schicksal selber in die Hand. Finde ich, haben sie zu wenig gemacht. Also und das ärgert mich jetzt auch, mich persönlich, nach der Saison. Man kann sicher auch am Trainer die eine oder andere Kritik äußern. Bin ich offen, ich finde, das passt super zu Darmstadt. Ich finde es cool, dass sie das mit dem durchgezogen haben. Aber da gibt es schon auch Fragen, die man sich stellen muss. Also ich lobe den jetzt auch nicht über den grünen Klee hinweg. Aber ich finde, man ist komplett blauäugig in die Bundesliga-Saison gegangen und hat dafür die verdiente Quittung bekommen. Absolut. Und jetzt geht eben das kleine Nürnberger Bundesliga-Würstchen zurück in die zweite Liga und ist da, glaube ich, wieder eine fette Bockwurst eigentlich, wenn man so weiterspinnen möchte. Also, ja, ist so ein ganz schwieriges Thema. Ich weiß gar nicht, wie man wohl in diese zweite Saison gehen wird. Es ist früh in der Planung der zweiten Liga. Die ersten Gerüchte sind bisher gute, okay, bis gute Drittligaspieler. Da wird bestimmt noch viel passieren. Namen wie Kai Pröger gehen auch durchs Böllenfalltor, was ich nicht nachvollziehen könnte, aber gut, war ganz okay bei Rostock, aber was man sich dann von ihm erhoffen würde, keine Ahnung, da wäre es dann interessant zu hören, was denn das Ziel fürs nächste Jahr ist. Sagt man jetzt, okay, man möchte sich wieder akklimatisieren und bloß nicht Bielefeld 2.0 werden, Paderborn 2.0, die Beispiele gibt es vielfach, auch wir wurden ja fast einmal durchgereicht und sagt halt, okay, alles geht halt. Man stellt sich fast auf einen Abstiegskampf ein, dann wäre Kai Pröger bestimmt eine gute Wahl tatsächlich. Sagt man aber das, was ich mir eigentlich erhoffen würde, ja, man möchte weiter in die Top 20 herausfordern, dann sind das bisher keine Transfers, die mich jubeljauchzend hinterlassen und die Gerüchte, aber fairerweise, die sind im April. Na, das ist ja alles noch ganz am Anfang, aber ja, wenn wie ist der Lakenmacher, wenn er zumindest ja, so spielt wie sein äußerliches. Oder sein äußerlicher, doch, er hat ja gewisse Ähnlichkeit mit einem gewissen Erling Haaland, muss ich sagen. Wenn er nur halb so gut spielt, dann glaube ich, wird das eine ganz nette Saison nächstes Jahr. Ja, nachdem auch Paul Fernie vorgestellt wurde, Stefan, was denkst du denn, was wird die ja, neue Philosophie oder wie wird die alte Philosophie verändert? Geht es weiter mit nur Talenten aus der dritten Liga und möchte man damit dann sie dann über 2, 3 Jahre entwickeln, dann wieder vielleicht den Aufstieg schaffen, wird man jetzt die graue Maus der zweiten Liga und wird von Riesenvereinen wie Schalke, Hertha, Köln und Co. unterjocht. Was ist deine Einschätzung? Oh, das ist schwer zu sagen. Also Paul Fernie ist, finde ich, ein angenehmer Typ. Wien Wiesbaden,
hat er, glaube ich, ordentliche Arbeit geleistet. Hat er auch eine gute Vita in England. Hat den New York Red Bulls 2 Jahre gearbeitet. Also hat wirklich alles, hat mit viel Geld gearbeitet, hat mit wenig Geld gearbeitet. Ist gut vernetzt, ist ein gewinnender Typ, aber durchaus auch tough. So habe ich den Eindruck. Also ja, dann müssen wir jetzt mal gucken, was die Strategie angeht, ist es schwierig. Also es wird keinen kompletten Neuaufbau geben, das muss man auch sagen. Es stehen ja noch, glaube ich, jetzt 14 oder 15 Spieler mittlerweile unter Vertrag. Vielleicht, keine Ahnung, ob Marvin Mehlen bleibt oder ob der nicht doch vielleicht in die Bundesliga verkauft wird, was er ja durchaus könnte, müssen wir mal sehen. Matze Bader hat sich jetzt nicht unbedingt empfohlen, diese Saison für die Bundesliga. Es gibt schon so ein paar Spieler, der Verein muss ja auch Transfergewinn machen. Und ich glaube, für mein Empfinden ist es wichtig, jetzt nicht wieder so mittelmäßige Zweitligaspieler zu holen, wie ein Yannick Müller oder ein Thomas Isherwood oder ein Fabian Schnellhardt oder vielleicht auch gute Zweitliga, ordentliche Zweitligaspieler, sondern dass man junge Spieler holt, die irgendwann das Potenzial haben, ein Marvin Melem oder Tim Skarke oder wie auch immer zu werden. Das wird nicht bei allen funktionieren, das ist immer so, aber ich glaube, das wäre für mein Empfinden ein vernünftiger Weg und der würde auch zu Darmstadt passen. Und Darmstadt hat ja auch, die Transferpolitik hat sich ja auch ein bisschen geändert. Wenn man früher von der Hand in den Mund gelebt hat, kann man jetzt schon auch ein bisschen strategischer agieren. Und ja, ich hoffe wirklich, dass man so um dieses Gerüst mit Spielern wie Schwun, Klara, Kempe, Wilhelmsson, dass man da wirklich, also jetzt habe ich einige vergessen, sind wirklich gute Namen. Also ich habe es im Lilienblock aufgeschrieben, wer alles schon für die kommende Saison unter Vertrag steht. Das ist eine gute Zweitligamannschaft. Und wenn du die auffrischst, vielleicht noch ein, zwei größere Transfers machst, aber vor allem sonst Spieler, die Potenzial haben, irgendwann richtig gut zu werden, dann bin ich zuversichtlich. Ob das der Fall sein wird, weiß ich nicht. Einen Namen wie Kröger kann ich mir nicht vorstellen. Hey, ja, Leute, da seid auch wieder vorsichtig. Das wird so oft werden, die Namen von den Beratern gespielt, um die Spieler wichtig zu machen. Also ich werde mich auch nochmal umhören, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wie alt ist er? 32 oder sowas? Nee, also. 31, ja. Und ja, auch wirklich in Rostock. Jetzt zumindest letzte Saison war da wirklich ordentlich, aber die Saison auch Ja. keine Bäume ausgerissen. Ich finde halt ganz interessant an dieser derzeitigen Truppe ist, dass viele Gesichter der letzten Jahre nicht mehr dabei sein werden, weil es ist richtig, Gerüst ist da, aber ich finde so Gesichter der letzten Jahre, ich bin hier gerade mal auf Transfermarkt gegangen, mal geguckt, wer da aus, Wayne Manu, mal gucken, ob mit ihm verlängert wird. Na, vielleicht ist er back, war immer ein Publikumslieblinggesicht. Mit Abstrichen auch irgendwo Luca Pfeiffer, war jetzt auch 2 Jahre da in der zweiten Liga sehr gut. Leihvertrag läuft aus. Aaron Seidel, immer wieder ganz viel Licht und Schatten bei ihm. Wird, glaube ich, auch gehen. Matthias Honsack, meinetwegen inzwischen. Aber alles, das sind, wenn du überlegst, aber das sind alles keine Stützen gewesen jetzt. Das sind alle Spieler, die mal ein Ausrufezeichen gesetzt haben, aber keiner, am ehesten vielleicht Braden Manu, und da könnte ich mir auch vorstellen, dass er ein neues Angebot bekommt, aber da ist jetzt keiner, der konstant irgendwie die Leistungsträger war. Wenn wir uns angucken, wer eben da ist, ne, dann sind das ganz, wir haben eine tolle Abwehr, die auf jeden Fall zweitligatauglich ist. Also wir haben mit Schuhen den besten Zweitligatorhöter der vergangenen Saison. Wir haben Riedel, Klara, Zimmermann, Maglica in der Abwehr. Wir haben im Mittelfeld Kempe, Melem unter Vorbehalt, Bader. Ich glaube, jetzt vergesse ich wieder die Hälfte dann wahrscheinlich. Wir haben im Sturm einen Wilhelmsson, einen Hornby, einen Torsiello, einen. Ja, vielleicht kommt ja auch Stojiljkovic wieder, der ja auch in der zweiten Liga das eine oder andere Ausrufezeichen gesetzt hat bei Darmstadt im ersten Halbjahr. Da sind schon echt auch noch gute Namen dabei, ne? Wie gesagt, da möchte ich dir gar nicht. Nürnberger auch noch, ne? Ja, wie gesagt, da möchte ich gar nicht widersprechen. Mir geht es aber vielmehr darum, dass aber auch die Leistungsträger, ne, also einmal sind das Leistungsträger von früher her. Ne? Honsack, die Saison nicht wirklich gut gewesen. Yannick Müller, alle so ihre Licht- und Schattenmomente. Manu gar keine Rolle gespielt aufgrund von Verletzung. Seidel, ne? Aber alles so die Gesichter der Vergangenheit, so die gehen. Ist auch nicht schlecht, ne? Das war die lange da waren, alles miterlebt haben, dass die eben auch mal gehen. So ist es manchmal nicht schlecht. Jetzt gehen aber auch viele der Leistungsträger
von dieser Saison. Wie du gesagt hast, Marvin Mehle mit Fragezeichen, eine Bomben-Hinrunde gespielt, Rückrunde leider, ist uns allen bekannt. Dann sind da aber auch Leute bei, den fand ich zumindest am Anfang der Rückrunde richtig stark. Julian Justwahn. Letzte Zeit hat er nicht wirklich wieder einen Eindruck hinterlassen. Auch weg. Das sind alles auch wieder Namen, wo ich sage, okay, Tim Skarke, ne, bester, unser mit Abstand bester Spieler momentan, der wird nicht bleiben. Also der wird, also Union, glaube ich, wird sehr viel Spaß mit ihm haben, und wenn die nicht halten, dann holt ihn sich irgendjemand anders. Den könnte ich mir zum Beispiel auch ganz gut beim FC St. Pauli vorstellen. So von der Art und so weiter. Ja, Also da hatte halt ein Sprachproblem bei St. Pauli. so, und das ist, muss man jetzt sagen, also du hast natürlich recht, also es sind auch viele gute noch da, sind aber auch viele gute, die gehen. So, und jetzt ist halt die Frage, wie stopfst du dieses Loch? Entweder wir sehen das jetzt optimistisch und sagen, wir haben ein grundsolides Gerüst. Das hatten aber auch schon viele andere Vereine, die runtergegangen sind. Und du musst immer bedenken, mit was für Momentum du jetzt runtergehst. Also ich glaube, mit Euphorie wird man nicht mehr runtergehen. So, das hat uns damals auch nicht den Hintern gerettet, 2017. Da ist man mit richtig Euphorie runtergegangen. Da hat man ja fast schon sich gefreut über den Abstieg, weil man wusste, jetzt geht es wieder los, und man hat sich dann im Abstiegskampf der zweiten Liga wiedergefunden. Ich glaube, ganz viel steht und fällt jetzt mit den Namen, die auch kursieren, die Transfers, die gemacht werden, dass da auch Leute kommen, auf die man Lust hat. Und soll jetzt nicht Kevin Großkreuz und Hamid Altintop sein, sondern es sollen Leute sein, die Potenzial haben irgendwo. Wie damals tatsächlich Matthias Honsack. Als der aus Kiel kam, habe ich echt gesagt, boah, das ist ein geiler Transfer. War ein guter Spieler bei Kiel, entwicklungsfähig. Na, wie er heute ist, ganz anderes Blatt. Aber als der damals kam, da habe ich Bock drauf bekommen. Und das war eben kein Großkreuz, Altintop, sonst wer. Und solche Spieler würde ich mir auch mal wieder wünschen, weil gefühlt haben wir entweder ganz viel so im ganz unteren Altersregal, also 18, 19, 20. Das sind auch derzeit die Gerüchte. Aber mir fehlt der Mittelbaum. So ein bisschen. Also, dass da Leute kommen, auf die man Bock hat. Die kriegst du aber auch nur natürlich, gerade in der heutigen Zeit, wo da Vereine sind. Ne? Kaiserslautern, hoffentlich. Schalke, Hamburg, Hertha, Köln. Das sind auch Namen. Und klar, Geld regiert am Ende im Fußball die Welt, aber Darmstadt hat weder Geld oder nicht so viel Geld. In der zweiten Liga bestimmt wieder einen guten Etat, aber da gibt es immer noch Vereine, die haben mehr. Und Darmstadt hat auch, und so ehrlich müssen wir auch mal alle sein, nicht die Strahlkraft wie diese Vereine. Wie die sportlich geführt werden, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, wenn ich Fußballer bin und ich habe die Wahl zwischen Hauptstadt, Hertha BSC, so, und ein üppiges Gehalt, und dann im Vergleich, muss man ja mal echt sagen, Grauen aus Darmstadt, jetzt rein auf die Karriere geguckt, da glaube ich, na, Fabian Reese, gutes Beispiel, der ist dann ja auch zu Hertha lieber gegangen, statt bei Holstein Kiel weiterzubleiben, was er vielleicht jetzt auch bereut, wo Kiel den Aufstieg schafft. Aber ich glaube, wir sollten auch nicht mit einer Grundarroganz reingehen und sagen, ja, jetzt kommen wir runter, haben Kohle und jetzt holen wir uns jeden Spieler. Das wird auch nicht klappen. Und da ist es, glaube ich, für Ferne nicht einfach, diese Art von Spieler, die ich beschrieben habe, die ich mir wünschen würde, da eine Masse von Darmstadt 90 zu überzeugen. Ich glaube, das ist schon eine Herausforderung bei dieser Liga, weil so geil die zweite Liga ist, ne, die ist von den Namen her viel geiler als die erste Liga und auch von den Ergebnissen. Dahingehend freue ich mich richtig wieder auf die zweite Liga. Ich halte es auch so ein bisschen mit dem FC St. Pauli und muss sagen, da habe ich gar keinen Bock, da in der ersten Liga, da dann auch, wie gesagt, das zweite Herz schlägt so ein bisschen für Pauli. Da muss ich sagen, freue ich mich nicht unbedingt. Da sind die Namen in Liga 2 schon cooler. Und ich glaube, das wird eine sehr, 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 sehr schwierige Saison. Also, ich Ja, glaube nicht, also dass das wir wird. runtergehen, das glaube ich nicht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Stand jetzt, viele Transfers kommen noch. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das wieder mit dem Aufstieg zu tun haben. Muss ich Du, ehrlich sagen. ich weiß es nicht. Also, aber das Schöne ist ja, die Erwartungshaltung bei den meisten Menschen in Darmstadt auch nicht so ist, dass die sagen, wir müssen sofort wieder aufsteigen. Das ist zumindest mein Eindruck. Kann man auch noch mal eine Lilienblock-Umfrage machen? Aktuell läuft jetzt übrigens gerade eine Umfrage, die Mittwochsfrage was die Gründe für den Abstieg sind. Aber also ich glaube, um das jetzt mal sich so anzugucken, also gibt andere Vereine wie der HSV, wie Schalke, wie Hertha oder was. Die haben ja einen ganz anderen Druck. Darmstadt kann da relativ entspannt auftreten, und wenn die Sechster, Achter werden, dann glaube ich, wird da auch hier jetzt niemand geköpft, und sollen wieder ordentlichen Fußball spielen. Das ist das, was ich mir wünsche, dass da mehr Begeisterung aufkommt und dass man auch mal dann wirklich wieder richtig geile Spiele und auch mal Siege sieht. Und dann
läuft das unter Umständen. Und vielleicht ist ja wieder eine Möglichkeit da, also in der angeblich stärksten zweiten Liga aller Zeiten. Damals sind sie ja auch Vierter geworden mit einem durchschnittlichen Zweitligakader. Ich glaube auch, ich stimme dir völlig zu, Darmstadt ist jetzt nicht so, dass die Spieler da hinkommen, um Millionen zu verdienen, aber das ist vielleicht auch gut, weil du dann einen anderen Typ von Spielern bekommst. Also was du in Darmstadt auf jeden Fall mit Thorsten Lieberknecht vermitteln kannst, ist, als junger Spieler bekommst du deine Chance, du bist nicht außen vor. Und selbst wenn es mal nicht läuft, lässt dich der Trainer nicht fallen. Also das ist schon was, was glaube ich ein Fund ist, womit Darmstadt auch wuchern kann. Aber lass uns abwarten, wir werden die nächsten Wochen auch weiter drüber sprechen und ja. Genau, ich hoffe auch, dass jetzt eben man sich so gut es geht noch aus der Bundesliga verabschiedet, vielleicht nochmal am Ende ein kleines Highlight in Dortmund feiert. Halte ich mal so als Außenseiter-Tipp für gar nicht so unwahrscheinlich, jetzt vielleicht nicht ein Sieg, aber dass man da nochmal einen Unentschieden holt, weil ja Dortmund auch gerade alles andere als gut drauf ist und man hat ja zumindest gegen Bayern München im Rückspiel gezeigt, dass man durchaus auch gegen die Großen mal was holen kann. Ist so ein bisschen meine Hoffnung, weil ich glaube, wenn du da nochmal mit dem Unentschieden ausgehen würdest im Signal Iduna Park, dann kannst du da auch nochmal zumindest das Maximale irgendwie in Euphorie rausholen, was geht. Und von meiner Seite aus sind natürlich auch für Paul Ferny, aber auch Thorsten Lieberknecht, die gesamte Transferabteilung, alle Daumen gedrückt. Hat auch auf mich einen sehr, sehr sympathischen Eindruck gemacht und würde mich natürlich freuen, natürlich auch aus nicht ganz unegoistischen Gründen, wenn er da ein sehr gutes Händchen beweist. Und auch die Transfers, die werden auch wieder dabei sein, wo man vielleicht nicht direkt jubelt, aber auch gerade die waren in Darmstadt immer die besonders erfolgreich waren. Luca Pfeiffer, Philipp Zietz, Serdar Dursun, Sandro Wagner, die Liste ist lang an Spielern, von denen man wenig erwartet hat. Und oft waren die es, von denen man viel erwartet hat, die am Ende gefloppt sind. Grüße gehen an der Stelle raus an Kevin Großkreuz. Genau. Dann würde ich sagen, war es das auch schon. Wir freuen uns, wie gesagt, sehr auf eure Bewerbungsvideos, damit wir die Heiner-Stube mit nicht nur der Qualität, sondern auch mit der Frequenz aufrechterhalten können. Das würde uns sehr freuen, da wir glauben, dass das hier ein Format ist, was es so in Darmstadt nicht gibt. Und es wäre schade, wenn wir das verändern müssten aus Zeitgründen, weil ja, ich habe mir selber als Fan immer gewünscht, dass es sowas mal auch bei Darmstadt gibt, wo Leute einfach ein analytisches Auge drauf haben, ein fachmännisches Auge ein Stück weit. Das gab es nie, wir haben es jetzt gebracht und ich würde mir wünschen, für alle Fans, dass das auch bleibt. Genau, deswegen nehmt gern teil und mehr habe ich gar nicht zu sagen, außer Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.